Hallo, ich bin es wieder, euer Klaus Werner. Ja, ich bin wieder hier zurück bei Let's Play Euro Truck Simulator 2. Jawohl, wir sind wieder da und wir machen heute wieder tolle Dinge. Wir sprechen heute immer wieder über tolle Themen. Ich habe mir schon wieder ein bisschen was rausgesucht und nebenbei fahren wir eine weitere Strecke auf dem schnellen Auftragmenü sozusagen. Einige haben sich ja gewünscht, dass wir mal nach England fahren sollen, nach Liverpool oder so. Aber ich glaube, das mache ich als kleines Spezial in An- und Abführung, wenn wir denn dann die 10. Folge Euro Truck Simulator haben, also jetzt quasi heute in 6 Tagen. Ne? Machen wir mal so eine kleine Rundfahrt nach England, denn jetzt zum Beispiel von Amsterdam nach Liverpool, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und da kann man ruhig mal bei der 10. Folge so ein bisschen länger quatschen sozusagen und so ein paar mehr Themen raussuchen. Und dann machen wir einfach, wie gesagt, am besten, wenn wir dann noch eine kleine Special-Folge haben einfach. Ich würde sagen, das ist eine gute Sache. Für heute, Salzburg klingt doch eigentlich ganz geil. Von Stuttgart nach Salzburg. Guck, wie viele Aufträge wir hier haben, Alter. Krass. Da haben wir richtig viel am Start, aber ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal Salzburg. Das ist doch super. Von Stuttgart nach Salzburg. Österreich. Zu den Österreichern. Da fuhr ich gern hin. Ja, und jetzt überlege ich gerade, was für Themen. Ich habe aber noch, mir fällt gerade ein. Wobei, da habe ich mich auf Facebook zu geäußert. Oh, es regnet. Das Erste, was wir brauchen, sind Scheibenwischer. So, Motor ist an. Wie machen wir denn nochmal die Scheibenwischer an? Jetzt muss ich erstmal wieder in die Option gehen. Warte mal, Tastenbelegung. Wo haben wir die denn? Blinker, Warnblinker, Lichtmodi. Hupe von Fahrerlicht. Scheibenwischer auf P. P wie Penis. Alles klar. So. Und pam. An mit den Scheibenwischern. Sehr gut. Wir fahren mit einem DAF-LKW. Das ist unsere Ladung. Das sieht doch ganz nice aus, oder? Tree at Wood. Okay. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was laden wir denn? Holzbalken. Alles klar. Okay. Dann, wie gesagt, starten wir mal die Motoren. Und düsen mal hier von dem Dingen runter. Wie gesagt, ich hatte mich auf Facebook schon zu dieser Mail-Spoof-Attacke geäußert. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das vielleicht hier nochmal mache. Aber ich denke, da ist jetzt genug zu gesagt. Ich bringe das Ding wahrscheinlich zur Anzeige. Oder ich bringe es nicht wahrscheinlich zur Anzeige. Ich werde es zur Anzeige bringen. Weil das halt einfach ein bisschen zu weit ging jetzt alles. Ich meine, der junge Mann hat sich zwar irgendwie gemeint, er hört auf damit. Aber ganz ehrlich, eine Antwort zu sagen, so zum Beispiel wie: Ich wusste nicht, dass das strafbar ist. Das ist einfach vollkommener Bullshit. Und verarschen kann ich mich selber. So, wie gesagt, ich habe aber jetzt schon mich häufig genug zu diesem Thema geäußert. Und das werde ich jetzt nicht nochmal tun. Das Ding zeigen wir an. Und dann ist es gut, nicht wahr? So, jetzt verlassen wir mal Stuttgart. Und düsen mal. Alter, die Regeneffekte sehen so geil aus, ne? Also hier auf der Scheibe jetzt zumindest. Das sieht so hammermäßig aus. Richtig, richtig nice. So, ich mache mal kurz Päuschen. Das ist immer ganz gut, weil da kann ich mir das nämlich quasi im Premiere Pro so ein bisschen markieren, weil dann da kein Spielsound ist, weißt du? Dann weiß ich immer, aha, jetzt fängt das erste Thema an. Moment. So, das erste Thema kommt von Franz Ferdinand und er fragt: Hi Tobi, mich würde es mal interessieren, wie du den Dennis alias Heideltraut kennengelernt hast und seit wann ihr euch kennt. Also seit wann ist jetzt mittlerweile schon eine richtig krasse Frage, also eine richtig schwierig zu beantwortende Frage, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr genau weiß. Lass mich mal kurz überlegen. Ich fahre gleich in die Bande, wenn ich nicht aufpasse. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Lass mich mal kurz überlegen. Ich bin jetzt... Es müsste 2009 gewesen sein. 2008 oder 2009. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es war 2008. 2007 habe ich noch eine Wrestling-Seite gehabt. Ich meine, es war... Oh, ich bin falsch. Sehe ich gerade. Wir fahren erstmal auf die Autobahn. Also, wie gesagt, 2008 oder 2009 da irgendwo da rum. Da wurde das Giga-Forum immer beschissener. Da bin ich dann mit den ganzen Jungs, mit denen ich da quasi immer gequatscht und gechattet und so habe, sind wir dann rübergegangen zu Zoom Gamer und sind dann quasi sozusagen übergelaufen. Und dann habe ich mich bei PlayNation.de beworben. Ja, da hat mich der gute Dennis auch schon angeschrieben. Ja, damals hat er ja die Bewerbungsgespräche sozusagen noch persönlich geführt. Nein, Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Und dann kam das alles einen auf den anderen. Dann habe ich das erste Game getestet. Das war damals The Last and Damned für GTA, was wir jetzt auch bald zocken werden.
hier auf dem Channel. Also ein ganz besonderes Let's Play für mich. Und ja, war eigentlich damals dann so der Startschuss sozusagen. Dann hat Dennis irgendwann angefangen tatsächlich mit OMSI-Let's Plays, also mit Simulationsvideos. Und ja, ich habe dann auch relativ fix angefangen mit meinen ersten Videos mit Diablo damals. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Das ging dann immer weiter und klar, wir hatten beide das gleiche Interesse. Redaktionell ein bisschen arbeiten und dann halt später auch die Let's Plays und ja, mittlerweile kennen wir uns schon ein paar Tage. Oh, Entschuldigung, habe ich einen Unfall verursacht? Ich habe gerade gesehen, ich muss ja tatsächlich hier lang, ich bin ja richtig. Oh, wir fahren durch einen Tunnel. Muss ich Licht anmachen, ne? Oder wie ist das im Tunnel? Ich glaube schon. Was haben wir hier? Radarkontrollen. Also gehen wir mal runter auf 80, wir können aber eh nicht schneller fahren, weil es regnet. Jetzt bin ich mal gespannt, im Tunnel müsste es ja dann eigentlich nicht regnen. Oder dürfte es nicht regnen. Tatsächlich, im Tunnel regnet es nicht, das ist ja super. Und das ist natürlich alles verfolgt hier per Radar, also muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das werde ich hier nicht so eine Kacke machen, da. Hör mal. Keine Scheiße bauen, da. Hör mal, ja, das ist geil, hör mal. So. Also ich muss sagen, was die Entwickler, was SCS Software wirklich aus Euro Truck Simulator 2 gemacht hat, ist wirklich der reine Wahnsinn. Das sieht ja richtig Bombe aus, einfach nur. Das ist ja der Hammer. Muss ich echt jetzt mal so gestehen. Ich spiele das Spiel, seitdem es draußen ist. Habe ich es immer mal zwischendrin gespielt. Ganz am Anfang habe ich es natürlich gesuchtet, bis zum geht nicht mehr. Aber, da sah es bei weitem nicht so geil aus, wie es mittlerweile aussieht. Also wirklich richtig fetten Respekt. Ich habe keine Mods drauf. Ich spiele es zwar... Können wir den mal überholen, bitte? Ich fahre jetzt mal in der Mitte. Entschuldigung, aber du schleichst mir durch die Gegend. Mit deinem verkappten Audi. Das geht ja gar nicht. Und jetzt scheren wir hier wieder ein, bremsen den Typen ein bisschen aus, sorry dafür. Habe ich das Licht wieder aus? Ja. So ist es aus, okay. So, der Regen lässt ein wenig nach. Wieso fahren die denn hier alle so langsam? Was ist los mit euch? Wir alle keine Eier mehr in der Hose oder was? Ich gebe Gas, ich gebe Gas. So, keine Radarkontrolle mehr, jetzt gib ein bisschen Gas hier, komm. Alter. Ey, du Pisser. Warte mal. Wie hat er in der letzten Folge geschrieben? Typisch deutsch. Erstmal hupen. Was ist hier denn los auf den Straßen? Ist ja krass. Ist ja richtig krass. Da ist aber ganz schön was los hier. Naja, bei dem Wetter, ich sag es euch. Och Mensch, Junge, du musst jetzt hier nicht mit 60 durch die Gegend eiern, ey. Das ist... Junge, du kannst 80 fahren, komm. Ich bin gewillt, es zu tun. Tut mir sehr leid. Ich bin gerade über zwei Spuren gefahren beim LKW. Das geht eigentlich gar nicht. Aber das ist mir jetzt egal. Ich fordere jetzt durch. Ich mal hochgeschaltet bis auf 90 und dann hier mal ein bisschen Luzi geben, Alter. Ich sag, kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier mit 60 Sachen durch die Gegend eiern. Ich habe Fracht, die ich liefern muss. Freunde. So geht's einfach nicht. Ein bisschen aufpassen müssen wir natürlich schon. Und am besten nicht die Spur verlassen. So, das funktioniert schon hier. Guck mal, easy going. Wie gesagt, das bisschen Regen, da. Ein bisschen Regen macht keinen kaputt hier. Sag ich euch. Ich war ein bisschen weit auf der Seite. Ich kann ein bisschen weiter hier fahren. So, jetzt bin ich perfekt von der Fahrbahn her, sag ich mal. Na, darf auch nicht zu weit nach links kommen und auch nicht zu weit nach rechts. Das ist gar nicht mal so einfach. So, der ist jetzt in meinem toten Winkel. Ich sehe nämlich gerade überhaupt nicht mehr. Aber das passt. So, da vorne den grünen LKW noch und dann haben wir erstmal ein bisschen freie Bahn. Holla, was war das denn? War ich das? Entschuldigung. Ich war das nicht. Der ist mir reingefahren, hör mal. Und Klaus Werner macht keine Fehler. Oh, guck mal, schönes Feld da drüben. Oh, Sonnenblumen. Cool. So. Sieht dann aus, jetzt erstmal hier rüber düsen, so. Bleiben wir erstmal auf der Mittelspur. Auf der Mittelspur. Auf der Mittelspur. Ja, ich weiß auch, ich finde es jetzt ein bisschen langweilig, wenn wir da hinter den ganzen Typen da rumtuckern. Normalerweise, wie gesagt, keine Dingens. Keine Dingensbummens.
kein Elefantenrennen, aber ist mir jetzt scheißegal. Wenn der Klaus Werner im Einsatz ist, ist das immer ein Elefantenrennen. So ist es nämlich. Hier ist aber ganz schön was los auf der Strecke, ne? Stuttgart nach Österreich, da ist ordentlich, guck mal, ein Volvo. Da ist ordentlich Dampf und hier ist auch wieder Gewitter. Was ich cool finde, ist, wenn es auch Regen gäbe, also wenn es Regen gäbe, ja genau, Tobias. Wenn es, ich mach mal Licht an. So. Ist das Fernlicht? Ich glaube, das ist normales Licht, ne? Will er rüberziehen? Ne, will er nicht, okay. Was ich cool finde, ist, wenn es Wettervorhersagen gäbe, also wenn ich jetzt sagen könnte, okay, was weiß ich, ich schmeiß jetzt mein Smartphone an, ja, weil ich ja so ein richtig moderner Typ bin. Und dann könnte ich das einfach anschmeißen und könnte sagen, yo, ich hätte jetzt bitte gerne den Wetterbericht zwischen Stuttgart und Salzburg oder sowas. Nur das wäre auch geil. Vielleicht gibt es das ja auch. Warte mal. Ich könnte ja mal den Advertiser aufrufen. Vielleicht gibt es das ja sogar. Schaden, aber 0%. Das ist super. Art der Fracht, okay. Aber Wetterbericht gibt es. Wenn ich da, huch, wir können Ihnen helfen zu wachsen. Die Bank. Ja, das ist schön. Ihr wollt mir doch nur Kredite auf dem Hals. Ja, genau mal. Und dann stehen die osteuropäischen Kredithaie vor meiner Tür. Das will ich nicht. Aber apropos, ich könnte mal wieder kurz Pause machen. Und mal kurz reinchecken. Was denn das nächste Thema ist? Moment. Warte. So, Moment. Fotos, Kamera. Ich weiß, ich mach's vielleicht doch einfach zu umständlich. Das kann auch. Mann! Einfach zu umständlich, das kann auch sein. So, das eine war diese hier, super. So, und jetzt kommt das nächste Thema von der Schinkentorte. Die Fracht oder sagt Thema Mobbing. So, das Thema Mobbing ist natürlich. Oh, warte mal, wie mache ich nochmal? So, das ist die Scheinwerfer, sind die jetzt aus? Ah, da gehen sie auch schneller, siehst du. Also haben wir auch verschiedene Modi, das ist ja toll. Gut, dass ich die benutzt habe. Thema Mobbing. Ach, guck mal, das ist schöne Abendrot jetzt hier, ne? Das ist schön. Da lassen wir die Schlechtwetterwolken hinter uns und düsen geradewegs nach Salzburg. So, aber Thema Mobbing. Also, Thema Mobbing ist natürlich ein sehr breites Gebiet, sag ich mal. Und dann, warte mal, nach München will ich aber nicht. Ich muss doch in der Mitte bleiben. Ist wie gesagt doch ein. Warum ich? Der ist mir doch reingefahren. Gut, ich hätte vielleicht die Spur nicht nochmal gleich wechseln dürfen. Aber trotzdem, wer sieht doch, dass da ein LKW kommt? Da fahre ich doch nicht drauf. Was geht mit ihm denn? Egal. Wie gesagt, ich müsste mal Spur wechseln, Kollege. Lässt du mich mal bitte? Danke. Wie gesagt, Thema Mobbing ist natürlich ein breites Spektrum. Du kannst Thema Mobbing. Ja. Es gibt Thema Mobbing natürlich auf vielerlei Basen, sag ich mal. Es gibt Mobbing am Arbeitsplatz, es gibt Mobbing in der Schule, es gibt so viele Arten von Mobbing, dass das schon echt krass ist. Ich denke mal, er beruft sich jetzt, oder die alte Schinkentorte beruft sich jetzt darauf, Thema Mobbing, ich mach's jetzt einfach mal in der Schule. Weil in der Schule ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich das weit verbreiteste Mobbing ist. Wann habe ich das mal gesagt? Ich glaube, es war bei Minecraft Survival. Bei Minecraft Survival habe ich, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass das Hässlichste oder das Unfairste, was es gibt, sind Kinder. Da haben sich doch einige vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Das war natürlich nicht so gemeint, dass ich Kinder in dem Sinn nicht mag. Aber Kinder können sehr, sehr hässlich sein. Das meinte ich damit. Einfach weil du manche Dinge in dem Alter noch nicht verstehst. Und vielleicht sagen sie Dinge, die sie zwar nicht so meinen, aber die du halt dann in dem Moment so auffasst, als wären sie so gemeint, ist total kompliziert irgendwie. Ist ja auch egal. Jedenfalls, Thema Mobbing ist, wie gesagt, sehr weit verbreitet. Es gibt super viel Mobbing. Du wirst ja heutzutage wegen allem gemobbt. Du wirst gemobbt, weil du nicht die Adidas-Klamotten hast. Du wirst gemobbt, weil du die Kick-Klamotten anhast. Du wirst gemobbt, weil du einen Pickel im Gesicht hast. Du wirst gemobbt, weil du ein Muttermal im Gesicht hast. Du wirst gemobbt, weil du ein bisschen dicker bist. Vielleicht, weil du ein bisschen dünner bist. Das gibt's alles. Ja. Und du wirst auch teilweise gemobbt, wenn du eine andere Hautfarbe hast. Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Das hatten wir ja erst gehabt. Thema Rassismus. Ja, wo fangen wir denn am besten an? Also, was soll ich da groß zu sagen? Natürlich ist Thema Mobbing ist schlimm. Das ist richtig. Das ist keine tolle Sache. Und wenn du gemobbt wirst, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, mach das Ganze so öffentlich wie möglich. Sprich darüber.
mit Lehrern, mit Schulpsychologen. Es gibt, oft, also an meiner Schule damals gab es zum Beispiel Schulpsychologen in dem Sinn. Die haben sich wirklich mit diesem Thema befasst und haben auch wirklich ein offenes Ohr gehabt. Und das ging dann ganz neutral, das ging nicht über irgendwelche Eltern, das ging nicht über irgendwelche Schulräte oder irgendwas. Einfach ganz neutrale Menschen, die sich da wirklich mit befasst haben. Und das fand ich gut, dass es das gibt oder gab. Ne, das ist halt für dich, ist wichtig. Das ist wichtig, dass die Kinder heutzutage die Möglichkeit haben, ich muss die Spur wechseln, weil ich möchte nicht nach Innsbruck und auch nicht nach Verona. Pot. Wie gesagt, ich finde das wichtig. Ich denke, wir sind alle schon mal, ja, Teil oder Opfer von Mobbing gewesen. Also es gibt fast niemanden, der das nicht schon irgendwie selbst am eigenen Leib erfahren hat. Ja, bei mir persönlich war es natürlich immer wegen dem Übergewicht, ist klar. Das ist immer eine gute Angriffsfläche, die man bietet. Man versucht natürlich auch heutzutage so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Aber das funktioniert halt nicht immer. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit oder die Leute finden immer irgendwas, woran sie... Oh, guck mal da unten. Oh, wie schön. Huch. Oh, wie schön. Oder? Eine für den... Fürs Thumbnail noch? Kurz? Scheiße, falsch. Ich hab mich verdreht. Naja. Vielleicht finden wir noch einen anderen Ort. Huch. Nein, ich habe mich schon wieder verdrückt. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt und so. Die Leute werden immer irgendwas finden, um sich zu mobben. Das ist klar. Ja, wenn es nicht die Klamotten oder die Schuhe sind oder... Was weiß ich, vielleicht läufst du einfach auch nur komisch. Oder du läufst anders als andere Menschen. Das ist schon ein Grund, Leute zu mobben. Der hinkt sein Bein nach. Mobbt ihn! Ja. Natürlich heißt es dann immer von manchen Leuten, sag ich mal, ja, biete so wenig Angriffsfläche wie möglich. Ja, mein Gott, ich zieh mein Bein halt hinterher. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Ja. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass ihr darüber quatscht, weil wenn ihr darüber nicht quatscht, dann kann das durchaus schwerwiegende psychische Folgen haben, wenn ihr beginnt, das wirklich in euch hineinzufressen oder wenn ihr damit beginnt, das irgendwie versucht, das mit euch selbst zu verarbeiten. Das ist keine gute Idee. Wie gesagt, da müsst ihr auf jeden Fall unbedingt drüber quatschen. Es gibt Leute, die haben sich schon umgebracht, weil sie gemobbt wurden. Ja, es gibt auch Online-Mobbing, das gibt's auch. Immer mehr und immer vermehrter. Wie gesagt, ich persönlich wurde damals auch gemobbt, weil ich halt eben übergewichtig bin, noch immer bin. Und es gibt ja auch heutzutage in den YouTube-Kommentaren immer noch Leute, die meinen, du bist ein Fettsack, unter irgendein Video zu schreiben, ist lustig. Mittlerweile finde ich es lustig. Ja. Früher habe ich mir das zu Herzen genommen. Ja. Das ist ganz klar, aber ganz ehrlich, mittlerweile... Du reifst einfach. Aber ich habe auch drüber gequatscht. Ich bin auch zu diesen Leuten hingegangen und habe drüber gequatscht. Ich habe mit meiner Mutter darüber gequatscht. Ich habe bin dann sogar teilweise so weit gegangen und habe wirklich auch mit der Schulleitung darüber geredet. Und diese Leute haben dann halt eben ihre Strafe bekommen. Das ist dann halt einfach so. Ja. Und viele vergessen, dass mittlerweile Mobbing tatsächlich auch eine Straftat ist. Ja. Es ist zwar keine richtig anerkannte Straftat, wenn ich da richtig informiert bin, aber... Es ist tatsächlich mittlerweile... Ich muss nochmal darüber, glaube ich. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Weil ich würde gerne dann nochmal rechts rumfahren und dieses Ding da entdecken. Und zwar dieses Transnet. Außer das schaffen wir jetzt schon... So schaffen wir es nicht mehr, nee. Na gut, egal. Wie gesagt, also, wenn ihr gemobbt werdet, sprecht darüber. Geht zu irgendwelchen professionellen Menschen oder vielleicht auch zu nicht professionellen Menschen. Wenn ihr Freunde habt, wirklich gute Freunde, ja, dann reicht das schon, wenn ihr mit denen darüber quatscht. Aber... Wichtig ist, ihr müsst drüber reden. Das ist wichtig. Wenn ihr es nicht tut, fresst es in euch hinein und das kann wirklich übel enden. Glaubt mir. Das ist nicht toll. So. Das ist so eine kleine Sache zum Thema Mobbing. Wie gesagt, ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da jetzt irgendwie, ich sag mal, ein spezielles Themengebiet in dem Punkt habt, wo ihr sagt, quatsch da mal drüber, Tobi, was weiß ich. Mobbing ob Arbeitsplatz oder Mobbing halt eben allgemein zu einem bestimmten Thema, Klamotten oder Schuhe oder was auch immer. Ich versuche gerne Tipps zu geben oder ihr könnt auch, was ihr auch machen könnt. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt so geil ist. Ihr könnt auch anonym, das hört sich jetzt total bescheuert an, so ein bisschen Dr. Sommer-mäßig, aber ihr könnt mir auch anonym irgendwelche Dinge vielleicht schreiben, wenn ihr euch einfach mal wie sagt man das?
Und DAF-Händler, cool. Wenn ihr euch vielleicht einfach mal so ein bisschen den Frust von der Seele schreiben wollt. Einfach ganz anonym. Irgendeinem schreiben. Könnt ihr das auch gerne per YouTube-Kommentare machen. Facebook-Kommentare gibt's, glaube ich, nicht mehr. Also Nachrichten, private Nachrichten. Aber auf YouTube gibt's das auf jeden Fall noch. Schreibt's mir einfach. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn ihr da wirklich denkt, okay, vielleicht hilft das ein bisschen. Wenn ihr euch da ein bisschen den Frust von der Seele schreibt. Wenn euch das hilft, macht's gerne. Ist gar kein Thema. Ich lese jede einzelne private Nachricht. Davon könnt ihr ausgehen. Und ich werde das keinesfalls öffentlich machen oder dergleichen. Ich bin, was das angeht, wirklich ein sehr diskreter Mensch. Da bin ich ganz, ganz pingelig. Also ist gar kein Problem. Wenn ihr meint, das hilft euch, dann macht es. Es kann vielleicht helfen. Weiß man ja nicht. Jeder ist da ein bisschen anders. So. Ausgezeichnet, sagt sie. So, was haben wir denn da? Fähigkeiten Rang 1, Neuling, Erfahrung 2186. Aha. Ja, coole Nummer, würde ich mal sagen. Gut, dann haben wir ein bisschen über Themen gequatscht. Leider nicht so viel geschafft. Zwei Themen waren das jetzt, glaube ich. Ich speichere an dieser Stelle mal diesen Spielfortschritt. Ja, so heißt der Speicherstand. Ich weiß, das ist lustig. Gliedmaßen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Zwei Tage, 17 Uhr geht's weiter. Morgen, 17 Uhr gibt's Minecraft Survival. Und ich hoffe, da seid ihr auch dabei. Ah ja, und ich hoffe, ihr seid immer dabei. Das wäre toll. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne stellen möchtet, bitte unter die allererste Folge dieses Let's Plays, also Euro Truck Simulator 2001, beziehungsweise eigentlich ist es der Staffel 2001, aber gut, das ist egal. Ja, also einfach unter die erste Folge dieser Serie hier. Und ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung zu sagen. Thema Mobbing würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.